Deine Zukunft in meinen Händen. Eine German Let's Dado Fanfiction von Farrah Ortex. Kapitel 45. Wir saßen wieder im Wohnzimmer, aber diesmal verwickelt in eine hitzige Diskussion. Die Geschwister beratschlagten, wie sie ab sofort weiter vorgehen sollten und was die Gründe für diese Entwicklung ihres kleinen Bruders sein konnten. Ich beteiligte mich nicht. Mit mir war nichts mehr anzufangen. Ich fühlte mich so unnütz. Nichts hatte ich verändern können, obwohl ich mich so sehr angestrengt hatte. Manu war in Wirklichkeit schon sehr viel zerstörter, als ich es jemals vermutet hätte. Er stand kurz vor einem Abgrund. Und wenn ich ihn nicht retten konnte, würde er am 12. September noch einmal einen Suizidversuch wagen. Und wenn der ebenfalls nicht klappte, dann an einem anderen Tag wieder. Er musste alle Hoffnung auf Besserung in seinem Leben längst aufgegeben haben. Die Handys vibrierten wieder und kurz kehrte Stille ein. Gespannt wartete ich auf die Neuigkeit. Melissa strich mir über die Schulter. Sie haben herausgefunden, was an seinem Zustand schuld war. In seinem Blut waren noch nachweisbare Spuren von Flavonglycoside und Terpenlactone. Schlaftabletten, eine Überdosis. Sie wollen noch nichts schlussfolgern, aber das Rezept ist definitiv verschreibungspflichtig und niemand von uns nimmt die. Wirklich. Nur, hatte er sie absichtlich genommen? Oder tatsächlich vertauscht? Beendete ich ihre Gedanken leise für mich. Ich wünschte, ich hätte Ersteres glauben können. Konnte ich aber nicht länger, ohne Manu Unrecht zu tun. Ich durfte meine Augen nicht länger vor der Wahrheit verschließen. Manu hatte sich umbringen wollen. Und wenn er das tatsächlich schaffen sollte, würde ich das nicht aushalten. Bereits jetzt tat mir alles in meinem Körper weh, klammerte und krampfte sich unwillkürlich zusammen, als würde elektrischer Strom durch meine Venen fließen. Ich liebte ihn so sehr. Egal, wie viel er vor mir verschwiegen hatte, egal, was er mir alles vorgespielt hatte, um sein wahres Inneres nicht zeigen zu müssen. Meine Gefühle für ihn hatten sich nicht geändert. Bei unserem nächsten Treffen musste ich ihm unbedingt klar machen, wie wichtig er mir war. Ist er... Ich meine, wisst ihr... ob Manu schon wieder bei Bewusstsein ist und in welchem Krankenhaus er liegt? Meldete ich mich erschöpft zu Wort. Ist er noch nicht, aber das wird bestimmt auch noch ein wenig dauern. Pass auf, sobald wir Nachrichten haben, sagen wir dir Bescheid. Und morgen kann Mom dich vielleicht... Ach nein, du hast Schule. Sie kann dich nicht einfach in der Schulzeit mit ins Krankenhaus nehmen. Peter schüttelte bedauernd den Kopf. Aber an Schule war es ganz bestimmt nicht zu denken. Nicht, wenn mein bester Freund so etwas durchmachte. Also war es beschlossene Sache. Morgen würde ich Manu wiedersehen, ob bereits im wachen Zustand oder halt nicht. Aber ich musste ihm unbedingt nahe sein, ihn ganz fest umarmen und versprechen, dass er nicht alleine war und es auch nie wieder sein würde. Wie wichtig mir sein Leben war, was ich für ihn empfand. Es musste jetzt alles raus, damit er nun ja nie wieder so eine Dummheit beging. Es war mittlerweile 21:30. Zwei Schulstunden waren schon rum, aber ich konnte mir nicht vorstellen, mich jetzt noch seelenruhig in den Unterricht zu setzen mit all meinem neu erlangten Wissen. Nur eine Sache musste ich noch dringend erledigen. Schnell tauschte ich mit Peter Handynummern aus, verabschiedete mich dankbar von allen und schob dann mein Rad Richtung zu Hause, während ich Michas Nummer wählte. Jetzt gerade hatten sie noch Pause und ich dachte, dass es besser war, ihn und die Clique wenigstens grob zu informieren. Mein Anruf wurde nahezu sofort angenommen. »Maurice, sag schon, was gibt's? Bist du bei Manu? Wie geht es ihm?« »Ich hab's nicht geschafft, die Vorhersage zu verhindern«, gab ich zu und hoffte, dass er die anderen mithören ließ, um nicht gleich nochmal alles von vorne erklären zu müssen. »Aber ich hab etwas Wichtiges herausgefunden. Der Junge, den wir kennengelernt haben, ist nicht wirklich Manu. Er ist noch immer furchtbar unglücklich mit seinem Leben und der Grund, wieso er im Krankenhaus liegt, war offenbar wirklich kein Unfall.« Es ist noch über einen Monat Zeit, aber ich schaffe das nicht allein. Ich brauche euch. Morgen will ich versuchen, noch genaueres herauszufinden. Tust du mir den Gefallen und sagst der Lehrerin, dass ich nicht schwänze und eine Entschuldigung nachreichen werde? Ich halte euch auch auf dem Laufenden. Es knisterte leicht in der Leitung. Da musste sich Alina das Handy geschnappt haben. Okay, verstanden, Maurice. Wird gemacht. Du kannst immer auf uns zählen. Genau. Wir halten dir den Rücken frei. Und wenn du Manu morgen siehst, sag ihm noch so ein Ding und ich werde ihm mal heftig meine... Au! Alina, du weißt doch, wie ich das meine. Danke, Leute, murmelte ich überwältigt. Ihre Hilfsbereitschaft ermutigte mich aufs Neue.
Ich hatte wirklich Glück, Freunde wie sie zu haben. Denn um Manu diesmal endgültig retten zu können, brauchte ich jedes Paar helfender Hände, die ich möglicherweise bekommen konnte. Kapitel 46. Direkt nach dem Aufstehen erhielt ich auch schon von Peter die Nachricht, dass Monika gleich losfahren würde, aber ausnahmsweise auf mich wartete. Sofort war ich hellwach, sprang schnell in irgendwelche Klamotten und schnappte mir zwei trockene Scheiben Brot, die ich mir auf dem Fahrrad nur hastig in den Mund zwängte. Wer wusste schon, wie lange ein »gleich« bei ihrem durchstrukturierten Plan war. Aber sie war tatsächlich noch nicht losgefahren und schaute mir aus dem Auto zu, wie ich mein Fahrrad anschloss und dann zu ihr rannte. »Entschuldigung bitte, Monika. Ich bin eben erst aufgewacht«, schnaufte ich, aber sie nörgelte nicht rum. Stattdessen tätschelte sie mir die Schulter. »Das macht nichts. Du bist ein guter Junge und Manu wird sich sicherlich freuen, dich zu sehen.« »Ist er wieder aufgewacht?«, fragte ich sofort aufgewühlt. Aber sie schüttelte auch wieder den Kopf. »Die Chancen stehen gut, dass er heute wieder zu sich kommt. Aber garantieren kann es leider niemand.« Sie wirkte völlig verändert, weniger gefasst, und immer wieder mal hörte ich sie schniefen. Das schlechte Gewissen holte mich wieder ein. Hätte ich ihr vielleicht etwas Kleines mitbringen sollen? Als Dankeschön quasi, dass sie mich mitnahm, und als Entschuldigung, dass ich sämtliche Warnungen ignoriert hatte? Unruhig rutschte ich auf meinem Platz umher. »Wissen Sie, weißt du, ob es etwas mit Manus alten Freunden aus Essen zu tun hat? Hat er sich am Samstag seltsam verhalten?«, fragte ich und hörte sie zittrig durchatmen. »Ich weiß es nicht. Er hat sich sofort auf seinem Zimmer eingeschlossen und ist nicht zum Abendessen gekommen, aber das macht er oft. Ich dachte, das wäre normal bei ihm und er bräuchte den Abstand. Jetzt bin ich mir unsicher. Bestimmt hätte ich etwas bemerkt, wenn ich mich öfter für seine Angelegenheiten interessiert hätte. Wie hat das alles nur passieren können?« Ich schwieg. Hatten Peter, Sebastian und die anderen ihre Mutter in das Wissen eingeweiht, das wir gestern aufgedeckt hatten? Es klang beinahe nicht so. Sie wirkte auch nur halb so besorgt, wie sie es wohl gewesen wäre, wenn ich erfahren hätte, dass mein jüngster Spross selbstmordgefährdet war. Doch ehrlich gesagt wollte ich sie nicht noch damit belasten und ihr Schuldbewusstsein noch vergrößern. »Und ist euch etwas in der Schule aufgefallen?« »Manuel erzählt mir nie, wie es war. Nur, dass alles okay ist. Hat er Probleme oder Kummer? Schlechte Noten?« »Er hatte Ärger mit ein paar Lehrerinnen, weil er zu spät gekommen ist«, fing ich zögernd an. »Aber ich wecke ihn frühs immer nochmal und seitdem ist er pünktlich. Und er hat auch keine Tadel mehr bekommen.« Mehr erzählte ich vorerst nicht und Monika stellte auch keine weiteren Fragen. Stattdessen schaute ich aus dem Seitenfenster die Straße entlang. Ob Manu bereits wach war, wenn wir ankamen? Und ob er dort sicher vor sich selbst war? Plötzlich kam es mir doch wie ein Sicherheitsrisiko vor, niemandem Bescheid gesagt zu haben. Sobald wir auf dem Gelände geparkt hatten, riss ich die Tür auf und lief Monika vorweg auf den Eingang zu. Meine Sorge verlieh mir eine ungeahnte Geschwindigkeit, und leicht schnaufend hielt ich vor dem Schalter, an dem eine Frau gerade im Internet surfte. »Entschuldigen Sie, ich möchte zu Manuel, Manuel Bittinger. Wo finde ich sein Zimmer?« Die Krankenschwester schaute auf und lächelte ein geübtes Milchmädchenlächeln. »Sind Sie ein naher Familienangehöriger? Ansonsten dürfen wir hier leider keine Informationen herausgeben.« »Oh«, ich lief rot an. Dann musste ich doch auf Manus Mutter warten, die aber in diesem Moment auch in den Vorraum eintrat und mich mit zum richtigen Zimmer des dreistöckigen Gebäudes lotste. Sie wusste natürlich schon, wo sie entlang musste, und ich schämte mich, etwas vorausgerannt zu sein. Aber alle diese unwichtigen Sachen wurden in den Hintergrund gedrängt, als wir endlich vor der halbdurchsichtigen Tür standen und nacheinander hineinschlüpften. Er war offenbar noch nicht wieder aufgewacht. Friedlich lag er unter einer dicken Decke auf dem Rücken, seinen rechten Arm auf Brusthöhe darüber gelegt, damit zwei dünne Schläuche von dort aus ungehindert seinen restlichen Körper versorgen konnten. Aber ja, er atmete sichtbar und regelmäßig. Was seine Mutter über die halbverheilten Kratzer dachte, die in dem kurzen Oberteil sichtbar waren und hellrot auf der noch blasseren Haut hervorstachen? Ich hätte es gerne gewusst, aber ich fragte nicht. Hatte sie wirklich nie etwas Seltsames an ihrem Sohn bemerkt? So absolut gar nichts? »Ah, Frau Bittinger, wir müssen uns kurz unterhalten. Wäre das okay für Sie?«
Ein bebrillter, älterer Arzt steckte seinen Kopf aus dem Nachbarzimmer und Monika warf mir einen raschen Blick zu, bevor sie nickte. Dann ging sie zu dem Mann und ließ mich hinter herangezogenen Türen mit Manu alleine. Wenn er doch schon wach wäre, dann hätte ich mich jetzt mit ihm darüber unterhalten können, was passiert war und woher sein Entschluss stammte. Ich nahm mir einen der Stühle, die um einen Holztisch in der Ecke standen, und rückte ihn so leise wie möglich näher an das Krankenbett, um den Jungen noch eine Weile zu betrachten und auf Monika zu warten. Ob Manu gerade etwas träumte? Und wenn ja, was wohl? Hatte er das Licht gesehen, das Herr Hoke mal beim Thema Nahtoderfahrung erwähnt hatte? Oder erwartete ein Lotten Finsternis? Doch egal, was es letztendlich war oder nicht war, ich hoffte bloß sehnlichst, dass er nicht den Drang verspürte, es noch einmal zu erleben und zu durchlaufen. Ein leises Geräusch ließ mich kurz zusammenzucken. Manu hatte seinen Kopf bewegt und holte jetzt stärker Luft als zuvor. Er kam zu sich. Jetzt gleich. Ich wollte seine Mutter rufen, traute mich aber auch nicht, jetzt von seiner Seite zu weichen. Er musste sehen, dass wir ihn nicht im Stich ließen und er auch nicht wieder vollkommen alleine war. Nicht aber eine Sekunde durfte er das annehmen. Also blieb ich und sah ihm nur mit pochendem Herzen und vor dem Mund verkrampften Händen beim Aufwachen zu. Es dauerte noch mehrere Minuten, in denen er kleine Bewegungen vollführte, manchmal etwas ruckartig mit seinen Armen zuckte, als habe er noch nicht wieder die vollständige Kontrolle zurück. Dann flatterten seine Augen, starrten in das weiße Neonlicht der Deckenlampe über sich. Erst verwirrt, dann ungläubig. Und schließlich quollen mehrere dicke Tränen aus ihnen hervor, die er verzweifelt wegblinzelte. Verdammt, hörte ich ihn leise zu sich selbst flüstern. Kapitel 47. Manu? Sein Blick zuckte erschrocken zu mir und in Windeseile baute sich wieder seine Maske, sein zweites Gesicht auf. Dass das unwissende Junge da einfach glücklich darüber war, dass ich bei ihm blieb. Dado, bist du das? Lächelte er angestrengt. Was ist passiert? Und wo bin ich hier? Ein Kloß bildete sich in meinem Hals und ich schluckte hart. Wie konnte er das aushalten? Er war seit 10 Sekunden wieder wach und spielte mir bereits eine heile Welt vor. Zerrissen zwischen Besorgnis und Ärger starrte ich ihn an, wie er sich ächzend ein kleines Stück gegen seine Rückenlehne aufrichtete. Dann siegte aber das Bedürfnis, ihn einfach nur in meine Arme zu schließen und zu halten. Er reagierte überrascht, als ich vom Stuhl auf seine Bettkante glitt und mich halb um ihn schlang. »Hey, Dado, ich bin ja da. Es ist alles gut. Gar nichts ist gut, Manu«, flüsterte ich traurig. »Ich habe die Klinge in deinem Schrank gefunden.« »Sag mir bitte, wieso du das getan hast, anstatt mich weiter anzulügen, dass es dir gut geht!« Ich hatte ihn getroffen. Das spürte ich eindeutig daran, wie er sich versteifte und sein Herz stärker gegen meinen Körper schlug. Seine Maskerade zerfiel in Scherben. Er keuchte, schluchzte auf und vergrub sein Gesicht an meine Halsbeuge. Seine mageren Schultern wurden kurz darauf von Weinkrämpfen geschüttelt. Er wirkte zerbrechlicher als je zuvor. »Warum bist du hier, Dado? Ich wollte sterben. Hast du mich denn nicht dafür?« brachte er irgendwann nur schwer verständlich hervor. Rasch verneinte ich. »Ich hasse dich nicht. Ich will dich nur verstehen. Was ist passiert, damit du so eine Entscheidung getroffen hast? Du würdest mich nicht verstehen«, antwortete Manu verzweifelt. Beruhigend strich ich ihm weiterhin über den Rücken. »Lass mich versuchen! Niemand hat mich je verstanden! Manu, ich kann dir nicht helfen, wenn du nicht mit mir redest«, beharrte ich weiter. Aber er lachte nur freudlos auf. »Ich brauche keine Hilfe! Mir kann man nicht mehr helfen! Verschwende deine Zeit nicht mit mir!« Die Art, wie er das sagte, brach mir mein Herz. Wieso konnte er nicht begreifen, wie wertvoll er war? Nicht nur für mich, sondern auch für so viele andere. Ich war bei deiner Familie, Manu. Bei deinen Brüdern und deiner Schwester. Sie haben bei dir zu Hause gesessen und geglaubt, du wärst tot. Deine Mom hat alles getan, damit du schnellstmöglichst wieder gesund wirst.
Ich hab die Schule sausen lassen. Gestern und heute, weil ich dich in Sicherheit wissen wollte. Wenn du stirbst, werden dich mehr Menschen vermissen, als du dir vorstellen kannst. Und wir werden uns Vorwürfe machen, dass wir dich vielleicht hätten aufhalten und retten können. Bitte, rede mit mir. Und ich werde versuchen, einen Weg zu finden, wie wir alles wieder richten. Ich will, dass du lebst und glücklich bist. Manu schluckte mehrere Male angestrengt. In unserer Umarmung fühlte ich jede seine Bewegung, jedes noch so kleine Zucken und Beben. Er versuchte unter größter Anstrengung, die Fassung zu bewahren, aber schaffte es nicht ganz. Doch wenigstens schien das, was ich ihm hatte erklären wollen, beim Angekommen zu sein. Ich kann darüber nicht reden, sagte er trotzdem mit einem lauten Schniefen und einem sich anbahnenden Schluck auf. Tröstend tätschelte und wiegte ich ihn ganz leicht und sanft. Das kannst du. Und egal, was es ist, ich schwöre dir, dass ich dich dafür weder hassen noch verspotten werde. Niemand wird es je von mir erfahren. Zögerlich stemmte mein Kumpel sich jetzt gegen die Umarmung. Ich ließ ihn, wenn noch mit einem schlechten Gefühl, und schaute ihn dann geduldig an. Mehrmals schien er zum Sprechen ansetzen zu wollen, unterbrach sich allerdings bereits selbst, bevor er überhaupt das erste Wort hervorgebracht hatte. Bestimmt 2 ganze Minuten ging das so, bis ich vorsichtig seine ineinander verkrampften Hände berührte und voneinander löste und in meine nahm. »Du schaffst das«, munterte ich ihn zuversichtlich auf. Manu nahm all seinen Mut zusammen, atmete tief durch und erzählte mir dann tatsächlich, was ich von ihm erbeten hatte. Ich hab schlimme Depressionen, seit ich 10 Jahre alt bin schon. Es ist eine fiese Stimme in meinen Ohren, die mir jeden Tag vorhält, wie erbärmlich und nutzlos ich bin. Ich hab alles versucht, aber sie geht nicht weg und wird immer lauter. Manchmal kann ich dann meine eigenen Gedanken gar nicht mehr verstehen, wenn sie redet. Ich halte das nicht mehr aus. Deswegen wollte ich es jetzt beenden. Er zitterte und biss seine Zähne zusammen. Seit Samstag will sie keine Ruhe mehr geben. Nicht eine Sekunde lang. Was ist am Samstag passiert? Hakte ich mit schlechtem Gewissen nach. Hätte ich nur ein wenig mehr auf Manu eingeredet an diesem Tag, wäre das ihr tatsächlich nicht passiert. Aber so musste ich meinen Fehler jetzt wieder gut machen. Die Leute aus Essen haben mich besucht, aber sie haben mich nicht ernst genommen. Sie haben angefangen, böse Scherze über mich zu machen, ohne zu verstehen, wie nah es mir wirklich ging. Und irgendwann bin ich gegangen, aber es hat mich immer noch verfolgt. Sie waren mal meine besten Freunde. Wir werden dich nicht so hintergehen, versprochen. Echte Freunde machen so etwas nicht, erwiderte ich mit einem plötzlichen Gefühl der Abscheu. Sie hatten Manu ausgenutzt, obwohl er auch schon so nur wenigen Mitmenschen vertraute. Aber ich war entschlossen, noch dieses Problem für ihn in Angriff zu nehmen. Hauptsache, er wiederholte sein Vorhaben am 12. September nicht. Der blasse Junge war jetzt wieder ein Stück ruhiger geworden. Er kämpfte nur noch mit dem abhängenden Schnuck auf und schaute mich dann mit großen, fragenden Hundeaugen an. Warum bin ich dir überhaupt so wichtig, Dado? Du hast doch schon die anderen und einen besten Freund hattest du auch vor mir. Wieso ich? Darüber musste ich erst gut nachdenken, damit ich mich nicht aus Versehen verplapperte und den Brief erwähnte. Wenn er wüsste, dass ich ihn ursprünglich deswegen angesprochen hatte. Das durfte nicht passieren. Sonst waren alle Bemühungen sicher umsonst. Naja, du warst ganz allein, aber trotzdem von Anfang an nett zu mir. Du hast dich nach mir erkundigt und meine Meinung war dir wichtig. Das haben wenige vor dir getan. Dann hast du mir leid getan und ich wollte wissen, wie ich dich glücklich machen kann, weil ich dein Lächeln so sehr mag. Und jetzt... Ich brach mit leicht brüchiger Stimme ab und schaute auf Manus Lippen. Sollte ich oder sollte ich nicht? War dies der richtige Moment oder war ich dabei, einen weiteren Fehler zu machen? Mein Kumpel beobachtete mich weiter mit schiefgelegtem Kopf, auf meine letzte Erklärung wartend. Aber mehr konnte ich schlicht und einfach nicht in Worten ausdrücken.
Das wäre nicht stark genug. Und bevor ich mich stoppen konnte, war ich auch schon vorgeschnellt, um Manu einen blitzschnellen Kuss auf seinen bleichen Mund zu geben. Kapitel 48. Im letzten Moment wich Manu aber instinktiv ein kleines Stück zurück, sodass statt unsere Lippen meine Nase gegen seine prallte. Auch nicht weich und sanft wie beabsichtigt, sondern so schwungvoll, dass wir beide einen Schmerzenslaut ausstießen und uns anschließend die Hände aufs Gesicht pressten. Oh, verdammt. Wieder hatte ich es nicht geschafft. Schlimmer noch. Manu schien sogar abgeneigt und ich hatte ihm wehgetan. Was er jetzt über mich und meine Gefühle denken mochte, wollte ich mir gar nicht ausmalen. Plötzlich kam ich mir verdammt dumm vor, es überhaupt ausprobiert zu haben. Was dachte er jetzt von mir? Was würde er denken, wenn ich es geschafft hätte und er es überhaupt gar nicht wollte? Das hatte ich nicht bedacht und obwohl das Pochen in meiner Nase wieder nachließ, rutschte ich peinlich gerührt ans Fußende des Bettes und hielt mein Gesicht weiter bedeckt. Manu sollte nicht sehen, wie rot ich angelaufen war deswegen. Sonst fand er vielleicht noch heraus, was ich gerade vorgehabt hatte, wenn er es nicht eh schon vermutete oder meine glühenden Ohren nicht verrieten. Was war das denn gewesen? Fragte mein Kumpel im nächsten Moment auch schon das Unausweichliche. Seine Stimme klang dünn, doch ob er geschockt oder sogar wütend auf mich war, konnte ich durch meine Finger nicht erkennen. Na los, Dado, denk dir schnell was aus. Irgendwas, das nicht der Wahrheit entsprach. Also, stammelte ich leise. Das war Sekundenschlaf. Ich konnte die letzten Tage nicht gut schlafen, weil ich mir so Sorgen gemacht habe. Genau deshalb. Tut mir leid, wenn ich dir wehgetan habe. Sekundenschlaf. Tolle Ausrede. Aber etwas Besseres war mir nicht eingefallen und mit meiner Begründung klang es sogar einigermaßen glaubhaft. Langsam traute ich mich wieder durch meine Hände zu spähen und sah Manu langsam nicken. Dabei starrte er auf die Bettdecke zwischen uns und gab mir immer noch kein Anzeichen, ob er deswegen sauer auf mich war. Das sich positiv entwickelnde Gespräch von vorher war auf jeden Fall zerstört und ich überlegte krampfhaft, wie ich wieder daran anknüpfen konnte. Nur halb so schlimm, murmelte Manu schließlich und deutete auf sein Gesicht, als ich ihn fragend ansah. Seine Nasenspitze war von unserem Zusammenstoß noch leicht gerötet, aber sonst sah er wieder normal aus. Kein Vorwurf und keine Wut, soweit ich das erkennen konnte. Langsam nahm ich meine Hände wieder runter und raubte zurück an meinen alten Platz neben ihm. Dann schwiegen wir uns ein paar Sekunden lang nur an. Manus Mundwinkel sanken und sanken abwärts und mir fiel einfach nichts ein, wie ich es aufhalten konnte. Alles war wie weggeblasen. Das Einzige, an das ich denken konnte, war dabei naher Kuss und wie schief er gegangen war. Dado, du wolltest noch irgendetwas sagen eben, erinnerte der Junge sich mit belegter Stimme. Was ist mit jetzt? Zum Glück gingen in diesem Augenblick die Türen auf und Manus Mutter betrat zusammen mit dem Doktor das Krankenzimmer. Als sie sahen, dass er wieder aufgewacht war, wurde unsere unangenehme Situation unterbrochen und ich konnte wenigstens kurzzeitig erleichtert aufatmen. Jetzt musste ich Manu nicht noch etwas vorlügen oder eine Ausrede zurechtstammeln. Puh. Aber seiner Rettung war ich nun auch nicht näher gekommen. Wir standen quasi wieder am Anfang, unsicher und durch unzählige Barrieren voneinander getrennt. Ein erwiderter Liebesbeweis wäre vielleicht schon alles gewesen, was ich gebraucht hätte, um meinen Freund von dem Abgrund wegführen zu können. Ein Kuss und das Versprechen, einander ab jetzt nie wieder alleine und im Stich zu lassen. Aber er empfand so nicht. Und jetzt musste ich auch trotz meiner Gefühle auf ihn aufpassen und ihm einen Weg zum Leben schaffen, vor dem er nicht wie dieses Mal wieder abkam. Es war ausgerechnet dieser Moment, in dem ich begann, an allem zu zweifeln. Konnte ich das überhaupt? Hatte ich mich vielleicht doch gewaltig überschätzt? Es wirkte so unmöglich, Manus Herz jetzt noch zu erreichen. Und sollte ich scheitern, würde ich es noch mehr bereuen, meine gegebene Chance so verspielt zu haben. Ich liebte ihn so schrecklich sehr, dass mir alles im Körper zu schmerzen begann bei dem Gedanken. Bitte, halte durch. Halte es über den 12. September aus und gib mir Zeit, diesmal wirklich etwas zu verändern. Kapitel 49. Die Ärzte verordneten Manu nach einem Tag Beobachtungszeit im Krankenhaus, sollte sich sein Zustand unerwarteterweise doch noch verschlechtern. Danach durfte er wieder zurück nach Hause zu seiner Familie.
Das war immerhin eine halbe Woche eher als noch in den Briefen beschrieben, und ich wollte es als möglichst positives Omen auffassen. Mein älteres Ich hatte sich zwar offenbar um Manu Sorgen gemacht, als er eine ganze Woche in der Schule fehlte, aber nicht gehandelt, als er sich nach dem Krankenhaushaufenthalt wieder gemeldet hatte. Das wollte ich ändern. Er sollte wissen, dass er hier erwartet und vermisst wurde und sein Alltag nicht bloß stumpf weiterging, sobald er wieder auf den eigenen Füßen stand. So kam es, dass ich mit meiner Clique am Wochenende um 5 Uhr früh aufstand, um zum Haus der Familie Büttinger zu fahren und Vorbereitungen zu treffen. Seine Mutter erklärte sich auch damit einverstanden, bevor sie zur Klinik losfuhr. Mit einem nervösen Kribbeln im Bauch schaute ich immer wieder scheu zur Haustür. Auch dann schon, als es eigentlich noch viel zu früh war und Monika erst die Hälfte ihres Weges geschafft haben konnte. Hoffentlich gefiel ihm, was wir hierfür vorbereitet hatten. Es dauerte noch eine halbe Stunde, in der wir 5 aufgeregt hin und her tigerten, bis wir endlich das Geräusch von Schlüsseln hörten, die im Schloss gedreht wurden. Jetzt war es soweit. Manus Mutter lächelte uns stolz zu, als sie unsere Bemühungen erblickte, und machte dann eilig Platz. Unabgesprochen riefen wir alle gleichzeitig: »Schön, dass du wieder da bist, Manu!« Es wirkte. Sein blasses, etwas niedergeschlagenes Gesicht hellte sich überrascht auf und ein breites Lächeln begann, seine Lippen zu umspielen. »Was? Habt ihr das gemacht?« »Danke, Leute!« Staunend schaute er sich um. Wir hatten Deko besorgt und Luftballons, die tatsächlich weniger kitschig aussahen, als zuerst von uns befürchtet. Dazu noch jeweils ein persönliches Genesungsgeschenk von jedem von uns, da es uns wichtig war und dessen Bedeutung Manu hoffentlich zu würdigen wusste. Nur ich hatte nicht wirklich gewusst, was ich ihm schenken sollte. Micha schenkte ihm bereits sein liebstes Computerspiel, Alina einen ihrer Preise, die sie im Kickboxen bekommen hatte, Olli hatte eine kleine Büchse voller Gutscheine für den Spätsommerrummel in der Nachbarstadt dabei und Erik hatte sich dazu überwunden, mit seiner Mutter eine aufwendige Torte zu backen, mit Glasur und bunter Schrift in allem. Als Bäckerin wusste die gutmütige Frau natürlich auch, welches Rezept besonders gut schmeckte. Damit blieb für mich leider nichts übrig, was sich nicht mit den Geschenken anderer überschnitt. Hätte ich doch nur schon eher ein Foto von uns gemacht. Nur uns beiden, oder? Auch der gesamten Gruppe wäre ich aus dem Schneider gewesen. Aber so hatte ich besonders kreativ werden müssen und wahrscheinlich trotzdem komplett daneben gegriffen. Bitte sei mir nicht böse, Manu, ich hatte nichts anderes, murmelte ich beschämt, ehe ich den Blumenstrauß hinter meinem Rücken hervorzauberte. Es waren Pflanzen aus unserem eigenen Garten. Ich hatte sie gestern Abend noch zusammengebunden, im Internet nach einer Technik gesucht, um möglichst hübsch einen Papierkranz darum zu raffen und es so professionell wie möglich aussehen zu lassen. Ich konnte nicht einschätzen, wie gut es mir wirklich gelungen war. Aber schlimmer war die Tatsache, dass es Blumen waren. So etwas Vergängliches und außerdem eher eine Sache, die sich Paare schenken und nicht gute Freunde. Ich wünschte mir nur, dass Manu meine unbeholfene Geste nicht als falsches Signal auffasste. Die sind... Ja, schön. Danke, Dado. Ich bin Ihnen natürlich nicht böse. Bevor ich mich versah, hatte mein Kumpel mich auch schon in eine Umarmung gezogen und an sich gepresst. Da war ich aber erleichtert, wenn es ihm doch gefiel. Kurz nutzte ich noch die Gelegenheit, um mich an ihn zu schmiegen. Dann trennten wir uns wieder voneinander. Manu grinste und drehte sich einmal um die eigene Achse. Dankeschön. Das ist echt eine tolle Überraschung. Ich kann es doch gar nicht richtig fassen. Kein Problem. Das machen Freunde doch füreinander, erwiderte Micha zwinkernd und knuffte Manu leicht gegen die Schulter. Richtig. Das taten Freunde. Hoffentlich würde er das niemals vergessen, selbst wenn ihn die böse Stimme wieder plagen sollte. Wir würden für ihn da sein, wann immer er unsere Unterstützung und Aufmunterung brauchte. In dieser Welt für alle Ewigkeit. Kapitel 50. Wir gingen erst wieder, als es am Nachmittag an der Tür klingelte und Peter und Sebastian vorbeischauten, um ihren Bruder zu sehen. Sie freuten sich, dass Manu in unserer Gesellschaft wieder lächeln konnte, aber ich spürte noch immer ihre Sorge. Bestimmt wollten sie noch mit ihm alleine einmal über seine Probleme reden. Und nacheinander machte ich meinen Freunden leise klar, dass es besser war, unseren Besuch jetzt zu beenden. Sie verstanden sofort und gaben Manu zum Abschied alle noch einmal eine kräftige Umarmung, zusammen mit den Worten: Bis morgen. Dass er die 2 Tage vor den Ferien bereits wieder gesund war und zur Schule kommen konnte, war schließlich nicht selbstverständlich.
Doch nachdem wir unsere Zeugnis bekommen hatten, wurde mir plötzlich auch bewusst, dass sich jetzt einiges ändern würde in meinem täglichen Ritual mit Manu. Zum Beispiel brauchte ich ihn frühst nicht mehr zu wecken, damit er nicht verschlief. Auch würde er nicht mehr jeden Tag neben mir sitzen oder in den Pausen zusammenstehen. So einfache Wege, um ihm nahe zu sein und mich nach ihm erkundigen zu können, fielen plötzlich weg, und obwohl es sich vielleicht harmlos anhörte, konnte beinahe jede Sekunde, in der mein Kumpel sich einsam fühlte, dazu führen, dass seine Depressionen zurückkehrten. Also musste ich so oft wie möglich etwas mit ihm und der Gruppe unternehmen, was sich als immer schwieriger herausstellte. Nicht nur, weil die anderen alle für einige Wochen mit ihren Familien verreisten, sondern weil uns die Abwechslung schnell ausging. Unser Ort war halt doch nur ein kleines Kaff ohne Disco oder andere Orte für Jugendliche außer dem Kino. Aber Manu nahm dankbar jede Möglichkeit wahr, die wir ihm in unserer Gesellschaft boten. Und selbst an den Tagen, an denen uns wirklich nichts eingefallen war oder der Rest nicht kommen konnte, luden wir uns schließlich zueinander nach Hause ein, um zu quatschen, gemeinsam zu zocken oder einfach nur die Nähe des anderen zu genießen. Nur traute ich mich nicht, noch einmal die hauchfeine Trennlinie zu überschreiten und ihn zu küssen. Selbst wenn mein ganzer Körper danach schrie und sich mehrfach die perfekte Gelegenheit geboten hätte. Ich hatte Glück gehabt, dass mein Freund nie wieder etwas zu dem Versuch im Krankenhaus gefragt hatte und wollte mir das nicht noch endgültig verbauen. Er schien es verdrängt oder übergangen zu haben und selbst ergriff er auch niemals die Initiative in solchen Momenten. Aber es war so, als beste Kumpels immer noch besser, als niemanden mehr zu haben. Und Manu hatte sich auch nicht wieder geritzt. Immer öfter trug er jetzt kurzärmelige T-Shirts und tatsächlich waren sogar fast alle Wunden dank meiner Heilcreme verschwunden. Er war nicht mehr so blass durch unsere vielen Aktivitäten im Freien, legte langsam seine Schüchternheit ab und lachte sehr viel öfter befreit als früher noch. Beinahe wollte ich schon behaupten, dass wir es geschafft hatten. Beinahe. Denn eines Morgens, als ungefähr die Hälfte der Ferien schon verstrichen waren, rief er mich wieder an. Davor hatten wir meistens SMS geschrieben, um uns Treffen auszumachen, deswegen verwunderte mich der Wechsel ein wenig. Noch leicht schlaftrunken setzte ich mich auf die Bettkante, rieb mir die Augen und nahm den Anruf dann an. Manu klang apathisch. Dato, kommst du bitte vorbei? Jetzt. Ich hab Scheiße gebaut. Bitte. Seine Stimme zitterte. Und sofort war ich hellwach und aufgesprungen. Okay, ich bin in ein paar Minuten da. Was hatte er getan? Was war los? In Rekordgeschwindigkeit hatte ich mich angezogen und radelte wie ein wahnsinniger Straße entlang. Trotzdem war ich mir selbst nicht schnell genug. Bei Manu zählte jede Sekunde und ich spornte mich zähnefletschend dazu an, noch stärker in die Pedale zu treten. Zum Glück waren die Straßen kaum befahren, sonst hätte ich auch leicht einen Unfall provozieren können in meiner blinden Sorge. Manu erwartete mich bereits mit gesenktem Kopf an der Haustür und öffnete, bevor ich klingeln konnte. Er schniefte leise und ich sah sofort, wieso er mich hergerufen hatte. Seine linke Hand umklammerte mehrere Laken Küchenrolle, die er um seinen rechten Unterarm geschlungen hatte. Erschrocken zog ich Luft ein und mein Freund bedeutete mir flehend, möglichst leise zu sein. Bestimmt hatte er seiner Mom noch nichts gesagt. Sollte er sich aber nochmal ritzen, wusste ich nicht, ob es vielleicht doch besser war. »Was ist passiert?« wollte ich wissen, während ich ihn ins Bad begleitete. Der Junge zitterte am ganzen Körper, als er erklärte, »Ich weiß es nicht genau. Ich bin vorhin aufgewacht und konnte nicht aufstehen. Das habe ich andauernd, aber dieses Mal, ich war wie in Trance und als ich wieder zu mir gekommen bin, vorsichtig löste er den notdürftigen Verband und zeigte mir die Ausmaße. 5 parallele, tiefe Kratzer, die mit jedem Herzschlag weiche kleine Blutströpfchen zutage förderten. Der einzige Trost war, dass Manu zu weit über seine Hauptschlagader ausgesetzt hatte, um lebensgefährliche Ausmaße anzunehmen. Gott sei Dank. Ich dirigierte ihn so, dass ich seinen Arm unter lauwarmem Wasser abwaschen und vom möglichen Keim reinigen konnte. Dann suchte ich schnell nach einem Verband. Die Schränke waren ziemlich unübersichtlich eingeräumt und kurzzeitig hatte ich Angst, mich in dem Chaos nicht zurechtfinden zu können, aber dann ertastete ich doch 2 der weichen, rein weißen Rollen aus Baumwollstoff, die ich benutzen konnte. Manu hibbelte die ganze Zeit von einem Bein aufs andere, während ich stumm seine Wunde versorgte. Vielleicht hatte er Angst, dass seine Mutter jeden Moment hereinplatzen und die Verletzung sehen konnte. Vielleicht war es ihm auch einfach nur unangenehm, dass ich mich immer und immer wieder um seine Schnitte kümmerte, die er sich selbst zufügte.
Ich konnte es nicht sagen, aber nachdem ich fertig war, zog Manu mich beinahe schon hinter sich her in sein Zimmer und schloss hastig die Tür hinter uns wieder. In seinen Augen bildeten sich Tränen, die er hastig beiseite blinzeln wollte, aber ich bemerkte sie trotzdem. »Was passiert mit dir, wenn du die Stimme hörst? Was redet sie dir ein?«, wollte ich wissen. Ich musste ihn dringend verstehen lernen. Alle anderen Bemühungen meinerseits waren sonst sinnlos. Nur kannte ich ihn noch nicht gut genug, um zu wissen, was ihm half und was seine Situation schlimmstenfalls noch verschlechterte. Aber wenn er mir erklären konnte, wie es in seinem Kopf aussah, dann konnte ich ihn vielleicht besser verstehen und irgendwann sogar die Wurzel allen Übels bekämpfen. Er schüttelte den Kopf. »Bitte«, drängte ich ihn weiter, und er schniefte. Trotzdem blieb er stur. »Du würdest mich nicht mehr mögen, wenn ich es dir erzähle.« »Das stimmt nicht. Deswegen würde ich dich niemals im Stich lassen. Ich will nur wissen, wie ich dir helfen kann.« Widersprach ich ihm, wodurch Manu aber bloß trocken auflachte. »Ich hab dir doch schon gesagt, dass du mir nicht helfen kannst. Das hat auch der Psychologe aus Essen nicht geschafft. Lass es mich wenigstens versuchen. Nein!« Unterbrach er mich laut und stieß mich sogar von sich, als ich ihn beruhigend umarmen wollte. Ich erschrak. War das zu aufdringlich gewesen? Was sollte ich dann tun, um ihn zu trösten und davon zu überzeugen, dass er sich mir anvertrauen konnte? Mein Freund atmete heftig und fuhr sich leicht bebend durch die Haare. Ich hätte dir nicht Bescheid sagen sollen, murmelte er. Bitte geh wieder, Dado. Ich will dich nicht mehr sehen. Kapitel 51. Nein. Nein. Was hatte ich falsch gemacht? Ich hatte doch nur gewollt, dass er sich bei mir aussprechen konnte, um nicht mehr alleine unter der Last zu leiden, die auf seinen Schultern ruht. Wieso schickte er mich dann weg? Mein klägliches Stottern wurde von ihm abgeblockt, bis er mich sogar anschrie. Geh! Verschwinde endlich! Manu, flüsterte ich und wollte als letzten Versuch sein unverletztes Handgelenk ergreifen. Aber er schlug meine Finger kraftvoll beiseite und drängte mich dann sogar an den Schultern aus seinem Zimmer hinaus. Geh und vergiss einfach, dass ich dich hierher gebeten habe. Mit dem lauten Knall seiner Tür hatte er spürbar auch die Verbindung zwischen uns gekappt. Unsere Nähe und auch unsere Verbundenheit. Warum? Warum nur? Ängstlich klopfte ich. Manu, es tut mir leid, wenn ich was Falsches gesagt habe. Ich wollte dich nicht verärgern, oder? Meine Stimme brach und ich konnte plötzlich nicht mehr atmen. Alles in mir hatte sich wieder so schmerzlich zusammengeschnürt. Taumelnd wollte ich fliehen, als Monika ihren Kopf aus der Küche streckte. Maurice, was machst du denn hier? Weinst du? Mann, schluchzte ich noch mit letzter Kraft. Bitte. Pass gut auf ihn auf. Dann schleppte ich mich an ihr vorbei nach draußen, schaffte es irgendwie noch auf mein Rad zu klettern und in Schlängelinien langsam nach Hause zu fahren. Hätte ich Manu etwas anderes sagen sollen? Oder wäre jedes meiner Worte eines zu viel gewesen? Ich wusste es doch nicht. Mein anderes Ich hatte niemals mit ihm über ein ähnliches Thema gesprochen und konnte mir nicht helfen. Er konnte mir nicht einmal raten, wie ich mich am besten bei ihm entschuldigen sollte, ohne direkt ins nächste Fettnäpfchen zu treten. Zu Hause angekommen, warf ich mein Rad achtlos beiseite, stürmte in mein Zimmer und schloss mich ein. Ich war nicht nur todtraurig. Ich hatte auch große Angst davor, dass Manu sich wieder etwas antun würde. Doch als ich ihn anrufen wollte, legte er sofort auf. Er wollte wirklich nicht mehr mit mir reden. Ich hatte versagt. Ich hatte auf voller Länge versagt und jetzt hielt mich nichts mehr davor zurück, meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Etwa eine Viertelstunde später klingelte da mein Handy unerwartet und panisch nahm ich den Anruf an, ohne überhaupt auf das Display zu schauen. Manu, es tut mir wirklich leid, was ich zu dir gesagt habe. Kann ich bitte versuchen, es wieder gut zu machen? Maurice? Was ist los?
fragte eine verwirrte Stimme zurück und ich riss meine Augen auf. Das war gar nicht Manu. Das war Micha. Ist etwas zwischen dir und Manu passiert? Bohrte er besorgt nach, als ich ihm nicht antwortete. Ich nickte hastig, obwohl mein Kumpel das nicht sehen konnte. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Und dann hat er verlangt, dass ich verschwinden soll. Und er will nicht mehr mit mir reden. Was soll ich tun, Micha? Ich hörte ihn am anderen Ende der Leitung sanft seufzen. Bestimmt hatte er das nicht erwartet, als er zum Handy gegriffen hatte. Kurz blieb es noch still, während er überlegte. Dann meldete er sich wieder. Soll ich versuchen, mit ihm zu reden? Vielleicht sagt er mir ja, was mit ihm los ist. Keine Sorge, Kumpel, wir kriegen das wieder hin. Und wenn wir ihn belagern müssen, wir werden ihn nicht verlieren. Leise stimmte ich seinem Vorschlag zu und dankte Micha. Es tat so gut zu wissen, dass ich noch immer auf ihn zählen und meine Ängste mit ihm teilen konnte, obwohl wir schon lange nichts mehr regelmäßig zusammen unternahmen. Ein wenig besänftigter legte ich auf und starrte aus meinem Fenster hinaus. Wartete, hoffte. Keine 5 Minuten später schreckte mich mein Klingelton aus meiner versteiften Haltung hoch. So schnell schon? War das ein gutes oder ein schlechtes Um? Micha klang niedergeschlagen. Er hat mit sich reden lassen. Aber er war nicht gerade glücklich. Seine erste Frage war, ob du mich geschickt hättest. Danach war er nur noch kurz angebunden und hat versucht, mich abzuwimmeln. Tut mir leid. Ich hatte es vermutet. So leise wie nur möglich versuchte ich, mir über die Augen zu wischen und zu schniefen. Aber natürlich war ich nicht leise genug. Maurice, soll ich vorbeikommen? Dir geht es bestimmt gerade beschissen, aber ich kann versuchen, dich wieder ein wenig aufzumuntern. Okay, das ist nett von dir, flüsterte ich und spürte mein Herz bereits ein wenig ruhiger schlagen. Micha hatte sich auch ein wenig verändert, oder? Er kam mir plötzlich sehr viel fürsorglicher vor und ich konnte mich auch nicht mehr daran erinnern, wann er mich das letzte Mal zum Spaß geboxt oder mir die Frisur zerstört hat. Ein tröstender Gedanke. Ich war so froh, dass er noch immer für mich da war. Kapitel 52. Als ich Micha die Haustür öffnete, musste ich beinahe auflachen, obwohl es mir noch immer so schlecht ging. Was wird das, Micha? Eine Hausbesetzung? Vielleicht. Aber ich habe mir gedacht, dass ich schon ewig nicht mehr bei dir übernachtet habe und da wir sowieso Ferien haben. Naja, ist das denn okay für dich? Er grinste schelmisch, schulterte seine 2 Rucksäcke, damit sie bequem saßen und umarmte mich dann sanft zur Begrüßung. Ich erwiderte, fühlte mich wieder geborgen in seinen Armen und führte ihn dann wie so oft schon in mein Zimmer, wo er seine Sachen abstellen und seine Jacke ausziehen konnte. Aber heute holte er sich nicht sofort einen Extrastuhl aus der Rumpelkammer und packte nicht seine halbe Spielesammlung aus, die wir dann auf meinem Computer kreuz und quer durchzockten. Heute setzte er sich mit mir auf meine Bettkante, legte einen Arm um mich und gab mir die Möglichkeit, mich an ihn anzulehnen und meine betrübte Seele baumeln zu lassen. Und das tat ich auch. So verbrachten wir kurze Zeit noch schweigend. Dann räusperte sich Micha. Wie ist es zu eurem Streit gekommen? Und was glaubst du, was der Auslöser war? Das war eine gute Frage. Wie weit sollte ich ausholen? Er wusste nichts davon, dass Manu sich geritzt hatte oder von Depressionen geplagt wurde. Wie würde er das aufnehmen, wenn ich es ihm jetzt erzählte? Nein. Ich hatte versprochen, das nicht weiter zu tratschen. In Gedanken versunken kaute ich auf meiner Lippe herum und hatte mich schließlich entschieden. Ich war bei ihm und wir haben über den Grund gesprochen, weshalb er im Krankenhaus gelandet war. Ich wollte wissen, was genau ihn dazu bewegt hat, aber war wohl zu aufdringlich. Manu hat dann behauptet, dass niemand ihn verstehen könnte und hat mich rausgeworfen, obwohl ich mich sofort bei ihm entschuldigt habe. So log ich weder Micha an, noch verriet ich Manus Geheimnisse und trotzdem war das Wichtigste an Informationen wahrscheinlich noch enthalten. Der Brünette neben mir legte seine Stirn in Falten und stieß nachdenklich Luft aus. »Ich verstehe es nicht«, gab er zu. »Sonst hat er uns doch auch nicht komplett abgewiesen.
Und wirklich böse war er uns bisher noch nie. Das ist irgendwie merkwürdig. Denkst du, dass sich deswegen der 12. September vorfallen könnte? Mutmaßte ich angespannt. Aber Micha schüttelte statisch den Kopf. Ich habe mir mal Gedanken gemacht über das, was Herr Hoag uns erklärt hat. Das mit den mehrseitigen Entscheidungen und der Viele-Welten-Theorie. Er ging doch immer nur davon aus, dass wir etwas verändern und dadurch neue Welten entstehen. Wir waren der Antrieb für alles, was passiert. Aber im echten Leben sind wir selbst doch selten der Antrieb für eine große Veränderung, oder? Ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass es Dinge gibt, die wir trotz unseres Wissens nicht beeinflussen und ändern können. Nehmen wir mal an, unsere älteren Ichs hätten geschrieben, dass Manu einen Schnupfen bekommt und so krank wird, dass er dadurch wichtiges Schulzeug verpasst. Wie sollten wir einen Schnupfen aufhalten? Das sind winzigste Keime. Klar, hätten wir ihn Tage zuvor zu Hause einschließen können und Erkältungstees einflößen können, aber trotzdem gäbe es immer noch die Chance, dass er genau krank wird. Verstehst du? Ich nickte langsam. Und die Briefe sind nicht einmal so präzise. Da steht nicht, Manu kriegt an diesem Tag einen Schnupfen, weil er im Regen stand. Die Information, die wir kriegen, ist, Manu ist krank geworden. Genauso wie am Samstag vor den Ferien, als wir nichts von den Typen aus Essen wussten. Es hatte geschehen müssen. Wir hatten es gar nicht wirklich verhindern können. Willst du mir damit etwas sagen? Piepste ich plötzlich mit dünner Stimme. Dass wir auch Manus Tod eventuell nicht verhindern können, weil es so geschehen muss. Das konnte mir Micha nicht antun. All die Mühe, all die Schmerzen und die Hoffnung aus dem Weg bisher. Und für nichts. Um zu entdecken, dass sein Schicksal von Anfang an bereits besiegelt war? Nein! Nein! Er umarmte mich wieder und machte beruhigende Geräusche. Nein, das meine ich gar nicht. Aber der Auslöser könnte festgeschrieben sein. Wir konnten nicht verhindern, dass Manus alte Kumpel ihn besuchen wollten. Vielleicht können wir den Grund dafür nicht beeinflussen, dass Manu am 12. sterben wird. Aber wir können das Resultat verhindern. Egal, ob er uns am liebsten ignorieren würde oder nicht. Maurice, nochmal lassen wir nicht zu, dass er uns genommen wird, okay? Okay. Erwiderte ich mit wieder einigermaßen fester Stimme und ballte gewinnt meine Faust zusammen. Micha hatte vollkommen recht. Und wenn wir unseren Freund an Armen und Beinen zusammenschnüren mussten, sollte der Auslöser nur in diesem Moment, an diesem Tag so stark sein, konnten wir ihn tatsächlich retten. Es gab noch immer ein Lichtblick für uns und für ihn. Kapitel 53. Einige Sachen schienen sich aber wirklich nie zu ändern, und sobald ich wieder gefasster war, setzten wir uns doch noch vor den Computer, um zusammen zu zocken. Diese Anknüpfung an alte Zeiten entspannte mich wirklich sehr und ließ mich für einen Moment vergessen, in welcher vertrackten Situation ich mich ansonsten befand. Am Abend legten wir die Spiele dann aber beiseite und gingen in die Küche, damit ich das Abendessen zubereiten konnte. Als ich bereits nach den üblichen Spaghettis griff, die ich Micha zusammen mit einer simplen Tomatensoße problemlos auftischen konnte, hielt er mich auf und grinste. »Machst du heute bitte deinen Auberginen-Kartoffelauflauf?« Mir fiel beinahe die Kinnlade herunter. »Aber du isst doch sonst nie gekochtes Gemüse.« »Ich habe es die letzten Wochen immer wieder mal probiert. Und naja, ich glaube, ich war ein wenig zimperlich. Schmeckt eigentlich doch recht gut. Und von dir ist es sowieso immer besonders lecker.« Er errötete ein wenig, aber seine Wangen waren nichts im Vergleich zu meinen, die durch sein Kompliment aufglühten wie eine Ampel. Meinte er das wirklich so, wie er es gesagt hatte? Das war ja wirklich gar nicht von ihm gewohnt. Sowohl, dass er eigene Irrtümer eingestand, als auch, dass er mich so lobte. Aber auch diese Bestätigung tat gut und langsam ließ ich die Nudelpackung wieder sinken. Sicher? Wollte ich vorsichtshalber nochmal von ihm wissen und sah ihn nicken. Ganz sicher. Ich freue mich schon. Das wird etwas länger dauern, erklärte ich ihm, aber jetzt schlich sich auch bei mir ein Lächeln aufs Gesicht, während ich die neuen Zutaten zusammensammelte und die Auflaufform aus dem Schrank angelte.
Micha aß Gemüse, dass ich das noch erleben durfte. Sie ist von ihm. Er versuchte sogar, mir beim Würfel zurechtschneiden zu helfen, aber stand mir schnell öfter im Weg, als dass er mich unterstützte, weshalb ich ihn irgendwann darum bitten musste, etwas Abstand zu nehmen. Mein Kumpel war zum Glück nicht eingeschnappt und wartete geduldig, bis ich endlich alles in den Ofen stellen konnte und mir stolz den imaginären Schweißbiss von der Stirn wischte. Bis der Auflauf fertig war, dauerte es noch ein paar Minuten, also konnten wir ja schon mal den Tisch decken. Maurice? Ich drehte mich fragend um zu Micha, der die Arme verschränkt hatte und etwas nervös wirkte. Ja? Erinnerst du dich ins Sportfest, als ich dir etwas sagen wollte, aber vergessen hatte, was es war? Es ist mir wieder eingefallen. So komisch das auch klingt, und er beugte sich ein wenig nach vorne, wie er es zuvor in der Halle auch schon getan hatte. Aber kein weiterer Ton verließ seinen Mund. Ich wartete gespannt und ein wenig verwirrt. Was war es denn, was ihm nach über einem Monat plötzlich wieder eingefallen war? Aber es folgte nur sein schweres, leicht zitterndes Ein- und Ausatmen, bis er mich mit einem leisen Seufzer umarmte und murmelte: Bitte bleib möglichst so, wie du bist. Du bist ein wirklich guter Freund und alle, die dir nahestehen, sollten sich darüber glücklich schätzen. Ich glaube, ich habe dir das noch nie so gesagt, oder? Micha, murmelte ich etwas erschrocken. Langsam glaubte ich tatsächlich, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Sowas würde er doch niemals sagen. Gerade er, der coole Draufgänger unserer Gruppe. Und dazu kam auch noch, dass mein Herz plötzlich stärker gegen meinen Brustkorb schlug. Fast so, als wolle es aus meinem Körper ausbrechen. Das hatte ich so bisher nur gefühlt bei... Wie vom Blitz getroffen, zuckte Micha zusammen und wandte sich hastig von mir ab. Ja, das wollte ich dir halt sagen, unterstrich er mit festerer Stimme und verließ dann die Küche. Ich stand weiter wie angewurzelt da und versuchte zu verstehen, was da eben zwischen uns passiert war. Warum pochte mein Herz immer noch so schnell, als hätte ich einen Marathon hinter mich gebracht? Es war doch nur Micha gewesen, der mich aufmuntern wollte. Es musste einfach mal eine Überraschung sein. Anders konnte ich mir meine heftige Reaktion nicht erklären. Kurz sammelte ich mich noch, dann holte ich Teller und Gläser aus den Schränken und machte mich daran, den Tisch zu decken. Kapitel 54. Am Essenstisch herrschte lange Stillschweigen. Wahrscheinlich schämte er sich für das, was er gesagt und getan hatte. Irgendwann begannen meine Eltern ihn über Neuigkeiten aus seiner Familie auszufragen und dankbar nahm er ihr Themenangebot sofort an. Mir war das errecht. Auch ich war noch zu durcheinander für ein total normales, lockeres Gespräch. Als wir danach zusammen den Geschirrspüler einräumten, berührten sich versehentlich unsere Hände und wir zuckten gleichzeitig ein Stück zurück. Sorry, murmelte Micha und gab sich anschließend extra Mühe, damit es nicht wieder geschah. Aber mit dieser Geste löste sich irgendwie auch wieder die Spannung zwischen uns, sodass wir ohne weitere unangenehme Zwischenfalle sein Bett für diese Nacht aufbauen konnten. Wir spielten sogar noch eine lustige Runde zusammen am Computer, ehe wir müde genug waren, um uns eine gute Nacht zu wünschen und einzuschlafen. Kurz bevor ich wegdämmerte, fiel mir auf, dass ich mich dank Micha tatsächlich schon sehr viel besser fühlte als noch heute Vormittag. Am nächsten Morgen begannen wir dann aber wieder, uns auf unsere Aufgabe zu konzentrieren und uns Gedanken darum zu machen, wie wir Manu wieder besänftigen und ich mich bei ihm entschuldigen konnte. Dazu schrieben wir auch noch Alina, Olli und Erik an und informierten sie kurz und fragten danach ihren Vorschlägen. Olli meinte, dass wir ihn nochmal zusammen besuchen sollten, was Alina wiederum ablehnte. Wenn er Micha schon abgewimmelt hatte, weil er sich in meinem Namen erkundigt hatte, dann würde er unsere Belagerung erst recht nicht gutheißen. Kommt diese Woche vielleicht ein neuer Kinofilm? Wollte sich stattdessen wissen, aber auch hier wurden wir enttäuscht. Nichts außer einem Zeichentrickfilm für Kleinkinder. Ich grübelte. Eine Unternehmung mit der gesamten Gruppe war aber wirklich keine schlechte Idee, solange wir ihn nicht schon am Anfang mit unserem eigentlichen Vorhaben überfielen. Ich konnte mich ja irgendwann mal unauffällig zu Manu gesellen und ihn nochmal darauf ansprechen. Hoffentlich würde er dann mit sich reden lassen und mich nicht wieder ohne jede Chance ablocken. Dann müssen wir halt bis zum Rummel warten und ihn dahin mitnehmen. Er hat ja die Gutscheine, wäre also reine Verschwendung, wenn er absagen würde. Nur war das erst in einer halben Woche.
Ab dem 9. September, 3 Tage später, mussten wir uns spätestens etwas eingefallen lassen haben. Ich schluckte geräuschvoll und schaute Micha neben mir an, der ratlos mit den Schultern zuckte. Er hatte auch keine andere Idee mehr, wohin wir Manu ausfragen konnten, ohne dass es erzwungen wirkte. Na gut, dann mussten wir darauf vertrauen und ich sollte mir bis dahin besser eine gute Entschuldigung überlegen, wie ich ihn überzeugte. Olli erklärte sich dazu bereit, unseren Kumpel morgen zu fragen und uns dann seine Antwort mitzuteilen. Hoffentlich würde Manu auf ihn hören, wenn schon nicht auf mich. Doch unser Plan schlug wieder fehl. Gegen Mittag erhielt ich die Nachricht, dass Manu sich an keinem der 3 Tage mit uns treffen wollte. Egal, wer ihn darum bettelte oder schlussendlich mitkam. Er blieb eiskalt. Kapitel 55. Komm doch trotzdem mit, Maurice. Morgen können wir immer noch das Schlimmste verhindern, aber du solltest wirklich langsam wieder dein Zimmer verlassen. Ich brummte Micha übers Handy müde zu. Es war mittlerweile der 11. September und nichts hatte sich wieder zwischen Manu und mir gebessert. Ich hatte ihm nochmal geschrieben, dass es mir leid tat, aber keine Nachricht war zurückgekommen. Für ihn war ich wie Luft und dieser Gedanke hatte mich erlahmen lassen. Nicht einmal auf den Rummel hatte ich Lust. Wir sind in einer Viertelstunde bei dir, um dich abzuholen, klar? Ein bisschen Ablenkung wird dir gut tun. Ich will aber nicht, murrte ich. Mir ist nicht nach Spaß zumute. Und ich sag, dass wir das ändern werden. Komm schon, seit wann lässt du denn mal so eine Gelegenheit aus? Redete er immer weiter auf mich ein, bis ich unter seinen Bitten und Aufmunterungen doch einknickte. Jedes Mal dasselbe mit dem Jungen. Seufzend legte ich auf, schleppte mich zum Schrank, zog mir ordentliche Klamotten an und machte mich fertig zum Weggehen. Sogar meine Eltern sahen erstaunt aus, dass ich endlich wieder mein Zimmer verließ, aber dennoch aussah wie 7 Tage Regenwetter. »Ist alles gut, Maurice?« fragte Mom mich, und ich nickte. »Alles okay. Nur etwas unmotiviert.« Als ich mein Fahrrad holte und mich an die Straße stellte, konnte ich am Ende des Bürgersteigs schon die Silhouetten meiner Freunde sehen, die mir winken und langsam näher gefahren kamen. Auf der Hälfte unserer Wege trafen wir uns und fuhren weiter in Richtung der nächsten Ortschaft, wo der Rummel seit 10 Jahren jeden September stattfand. Ich war der Letzte unserer Feingemeinschaft, weil ich noch immer nicht die nötige Vorfreude aufbringen konnte, um schneller in die Pedale zu treten. War es überhaupt richtig, heute Spaß zu haben, wenn morgen der schlimmste Tag meines Lebens werden konnte? Vor allem dann, wenn ich es wusste und verhindern sollte? Keine Ahnung. Bestimmt konnte mir darauf niemand eine Antwort geben. Am Wochenende war wie erwartet alles gedrängt voll. Familien schoben und quetschten sich durch die Menschenmassen und mussten sich alle paar Schritte umdrehen, um sicherzugehen, dass sie noch alle beieinander waren und sich noch nicht im Gewusel verloren hatten. Vielleicht wäre es besser gewesen, bereits in der Woche vorbeizuschauen, aber da hatten die anderen wichtige Termine gehabt. So mussten wir halt unsere Runden, umgeben von unzähligen anderen Besuchern, drehen. Micha überredete mich, erfolgreich mit ihm auf eine Achterbahn zu gehen, indem er mir meine Fahrt spendierte. Danach kam ein Horrorhaus und dann noch Autoscooter und egal wie sehr ich mich dagegen sträubte, als wir schließlich weitergingen, hatte ich zumindest wieder ein winziges Lächeln auf den Lippen. Mit meiner Clique musste man einfach Spaß haben. Sei es durch Eriks Reaktion vorhin, als ihn ein Mitarbeiter der Gruselattraktion im Zombie-Kostüm knurrend angefallen war, oder Ollis wüste Fahrweise, die ihm nicht eine einzige Runde ohne Unfall erlaubt hatte. Wenn der Kerl eines Tages wirklich im Auto auf der Straße herumkurfte, dann rette sich wer kann. Langsam kam auch mein verloren geglaubter Appetit zurück und Micha schmunzelte, als er bemerkte, wie ich mich möglichst heimlich nach einer Bude mit Brezeln oder vielleicht sogar einer übergroßen Portion Pommes umschaute. »Machen wir kurz eine Pause und decken uns mit Essen ein?« schlug er vor und alle stimmten ihm zu, um sich anschließend in einer Gruppe für Süßkram und eine Gruppe für herzhafte Zwischenmahlzeiten aufzuteilen. Erik kam mit mir und gemeinsam winken wir den anderen in wenigen Metern Entfernung zum Spaß alle paar Sekunden zu, während wir in der Schlange standen und warteten. Besonders Ollis Zuckerwatte schien Ewigkeiten zu dauern und jedes Mal sogar lustige Grimassen in unsere Richtung, wenn wir uns umdrehten. Ich kicherte, nahm meine Pommes entgegen und wollte ihm gerade so viel Sand mit meinem Essen zuwedeln, als ich die vollbepackte Papiertüte beinahe fallen ließ. Meine Augen weiteten sich und mein Herz begann schneller zu schlagen. Ich hatte jemanden in der Reihe ein paar Plätze hinter meinem Kumpel entdeckt. Jemanden, der mir mehr als nur gekannt vorkam.
Als hätte er meine Blicke gespürt, drehte er sich im nächsten Moment auch schon um und wandte mir zielsicher sein Gesicht zu. Kurz starrten wir uns in absoluter Stille an, als wäre die Zeit um uns herum stehen geblieben. Dann wirbelte Manu herum, verließ seinen Platz in der Warteschlange und wollte davonlaufen. Hätte Alina ihn nicht noch rechtzeitig abgefangen. Sie rief irgendetwas, umarmte den Jungen zur Begrüßung und hakte sich dann bei ihm unter, um ihn zurück zu unserer Gruppe zu bringen. Nervös schluckte ich. Dann näherte ich mich den beiden. Hi. Hi, Maurice, murmelte er. Dabei schaute er mich nicht einmal nur flüchtig an. Kapitel 56. Irgendwie hatten wir es geschafft, Manu dazu zu überzeugen, mit uns weiterzuziehen. Sebastian, der mit ihm hergekommen war und ironischerweise keine 5 Meter neben mir ebenfalls für Pommes angestanden hatte, war damit ebenfalls einverstanden gewesen und hatte ihn nur darum gebeten, in 2 Stunden wieder mit ihm heimfahren zu können. Doch mein Kumpel hatte mich seitdem nicht mehr beachtet. Wenn er auf ein Gesprächsthema von mir reagierte, dann bewusst nur, wenn es mindestens ein anderer von uns ebenfalls aufgriff und weiterführte. Als wäre ich in Wahrheit ein Geist, den er als einziger von uns nicht wahrnehmen konnte. Diese Tatsache tat weh, mehr als ich offen zugeben wollte. Wir liefen gerade unsere 2. Runde über den Rummelplatz, als Micha uns plötzlich auf die Schultern tippte. Habt ihr Lust auf eine Riesenradfahrt? Kommt schon, dann sieht Manu die Gegend auch mal von oben. Du hast nicht zufällig Höhenangst, oder? Nicht so sehr. Eine Riesenradfahrt sollte ich überstehen, antwortete der Brünette optimistisch und schaute dann hoch zu den Kabinen, die links von uns langsam ihre Kreise drehten. So sah er nicht, wie Erik genervt mit den Augen leierte und eine wegwerfende Bewegung mit seinen Händen vollführte. Er war gar nicht begeistert davon, aber Alina stupste ihn an, schüttelte ihren Kopf und deutete stumm zu Micha, der eindringlich nickte und uns darum hochzeigte. War das ein Zeichen für irgendetwas? Ich verstand es jedenfalls nicht und Erik scheinbar auch nicht. Ich hab sowieso kein Geld mehr übrig für so einen Unsinn. Dann spende ich dir die Fahrt halt. Wisst ihr was? Ich spende euch allen die Fahrt, weil es meine Idee war. Wartet kurz, okay? Dann war Micha auch schon losgeflitzt und ließ uns etwas sprachlos zurück. Ich mochte Riesenräder nicht besonders. Als kleines Kind war es mir einmal wahnsinnig schlecht in einem geworden, sodass ich mich später an diesem Tag noch heftig erbrochen hatte. Seitdem war ich nicht wieder an einem gewesen. Außerdem war es mittlerweile bestimmt mega langweilig. Aber ich hielt meinen Mund, um Michas Vorhaben nicht zu verderben. Er hatte definitiv etwas vor. Im nächsten Moment kam er auch schon zurück, 6 kleine Tickets in seinen Händen haltend. Doch auf halbem Wege beim Austeilen schien er sich zu besinnen. Ich gebe sie dem Kontrolleur nachher einfach zusammen. Das ist viel unkomplizierter. Lächelnd steckte er die 4 restlichen Kärtchen in seine Jackentasche und dann warteten wir darauf, dass das Fahrgeschäft wieder hielt. Kurz riskierte ich einen Blick zu Manu. Er war noch immer gefesselt vor den bunt blinkenden Lichtern und wandte nicht einmal seine Augen ab, bis das Rad langsamer wurde und wir an die Reihe kamen einzusteigen. Kaum, dass wir uns alle in eine Kabine gezwängt hatten, kam auch schon ein Mitarbeiter und verlangte die Tickets. Manu und ich streckten beinahe zeitgleich unsere Arme aus. Aber Micha wurde plötzlich blass. Leute? Meine sind weg. Dabei bin ich mir sicher, dass ich sie gut weggesteckt habe. Hektisch wühlte er durch seine Taschen, bis der Mann an dem Türchen zu ungeduldig wurde und verlangte, dass die 4 Blindenpassagiere ausstiegen. Manu stand ebenfalls auf, aber da wurde unser Gefährt schon geschlossen und ein Schwanken verriet uns, dass das Riesenrad sich wieder in Bewegung gesetzt hatte. Betroffen schaute ich zu meinem Freund nach draußen. Und genau in diesem Augenblick schaute auch Micha auf, grinste breit und zwinkerte mir zu. Er, das war Absicht gewesen. Denn der Einzige, der jetzt noch bei mir war, Manu hatte seine Arme verschränkt, sich so weit wie möglich von mir weggesetzt und beobachtete die immer winziger werdenden Menschen unter uns. Aber hier konnte er nicht davonlaufen. Hier musste er mir zuhören. Es war meine Chance, mich bei ihm zu entschuldigen. Leise räusperte ich mich, um meine Stimme nicht bei meinen ersten Worten quietschen zu lassen. Puh, ruhig bleiben. Das war wichtig. Ich durfte es jetzt nicht verderben. »Manu?« »Hm?« brummte er, aber jetzt schaute er mich wenigstens auch wieder an. »Okay, okay«,
Noch einmal durchatmen. Dann fragte ich ihn gerade heraus, wieso gehst du mir aus dem Weg? Manu zuckte mit den Schultern, seufzte und wandte seinen Blick wieder ab. Lag es an mir? Lächelte ich ihn weiter, worauf wieder ein Seufzer folgte. Ich schätze, ich habe ein wenig überreagiert, gestand er schließlich, und wollte dich dann nicht weiter mit hineinziehen. Es lag nicht an mir? Davon war ich eigentlich ausgegangen. Aber, nun gut. Meine vorbereiteten Worte konnte ich trotzdem noch anbringen. Ich musste sie nur schnell ein wenig umsortieren. Das macht überhaupt nichts, wenn du mich da hineinziehst. Dafür bin ich ja dein Freund. Aber ich glaube, ich war auch etwas aufdringlich. Also bitte entschuldige, nein! Das warst du nicht. Du wolltest das Richtige tun, aber ich wollte dich nicht verletzen. Kurz blinzelte Manu, während er das zugab, als glaubte er selbst nicht, dass er plötzlich wieder mit mir redete. Aber sofort hatte er sich wieder im Griff und schaute beiseite. Ich biss die Zähne zusammen. Ja und? Das wäre mir egal. Dann verletzt du mich eben. Aber so frisst du deine ganzen Sorgen nur immer in dich hinein und das wird irgendwann jedem zu viel. Das hast du mir sogar einmal selbst gesagt, erinnerst du dich? Rede mit mir, okay? Wann immer du möchtest. Worüber du möchtest. Ich will dich nie hassen oder im Stich lassen, selbst wenn du mich dabei versehentlich verletzt. Denn das ist allemal besser, als dich zu verlieren, wenn du an dir selbst zerbrichst und keinen Ausweg mehr siehst. Das könnte ich mir niemals verzeihen, verstehst du? Ich möchte lieber in einer Welt leben, in der wir uns vielleicht sogar streiten, wenn wir miteinander reden, als in einer Welt ohne dich. Du bist mir wichtiger als alles andere. Deswegen möchte ich, dass du glücklich wirst. Lass es mich versuchen, dich zu verstehen. Kapitel 57. Erst glaubte ich, es wäre umsonst gewesen. Denn Manu rührte sich nicht vom Fleck, nachdem ich geredet hatte. Er starrte bloß immer noch weiter nach draußen und zeigte absolut keine Regung. Doch als ich genauer hinsah, entdeckte ich die Tränen in seinen Augen, die langsam immer größer wurden und schließlich überquollen, um seine Wangen hinunterzufließen. Schnell stand ich auf, setzte mich neben ihn und schmiegte mich tröstend an seine Seite. Dann hörte ich ihn noch leise schniefen. Es war meine Schuld. Ich wusste, wie unglücklich du die letzten Tage warst, aber ich hatte gehofft, dir so noch Schlimmeres ersparen zu können. Eine kurze Pause entstand, genau in dem Moment, als wir den höchsten Punkt passierten. Gleichzeitig lächelten wir schmal bei dem Ausblick, der sich uns bot. Warmer Sonnenschein in einem beinahe wolkenlosen Himmel, dessen einzige Makel aus weißen, weichen Kronen am Horizont bestanden, die mit etwas Fantasie an seichten Wellengang erinnerten. Eigentlich ein perfekter Tag, so wie jeder andere auch sein konnte. Zumindest, wenn es nach mir ging. Willst du wirklich wissen, was die Stimme in meinem Kopf mir sagt? Flüsterte Manu dann und ich nickte gegen seine Schulter. Jetzt gerade sagt sie, dass dieser Moment wieder vorbei sein wird, sobald wir unten angekommen sind. Dass ich dann wieder ganz alleine bin. Das wird nicht passieren. Ehrenwort, ich bleib bei dir, versicherte ich ihm. Und kurz bevor ich die Tabletten genommen habe, hat sie mir eingeredet, dass meine Mutter und mein Vater mich gar nicht haben wollten. Dass ich für alle sowieso nur ein Hindernis wäre, das jeder verachtet und dem niemand hinterher trauern wird. Aber trotzdem war deine Mom als Erste bei dir, hat alles getan, damit du überlebst und deine Geschwister haben alle auf dich gewartet und gehofft, dass du wiederkommst. Manu schniefte nochmal. Ja. Aber ich kann dir das nicht antworten, wenn sie mich anlacht. Sie ist viel zu laut. Nur. Er drehte sich um und schaute mir endlich wieder ins Gesicht. Seine Augen waren schon ganz rot durch die salzigen Tränen. Ich hatte dich gebeten, mich in der Woche zu wecken. Du hast mich nicht geweckt. Ich war jeden Morgen bereits wach und konnte mich nicht bewegen. Mir hat die Motivation und die Kraft gefehlt, um von selbst aufzustehen. Aber sobald du mich angerufen hast, ging es viel leichter.
Du hast mir schon da gegen die Depression geholfen und ich kann dir dafür gar nicht genug danken. In deiner Nähe wird die Stimme immer leiser und ist weniger fiesig. Ich wusste erst nicht wieso, doch vor ein paar Tagen habe ich es verstanden, glaube ich. Wieder begann mein Puls zu rasen. Was meinte Manu? Seine Wangen wurden auch wieder ganz fleckig und er verschränkte seine Finger ineinander. Bist du mir wirklich nicht böse, wenn ich dir etwas gestehe? Nein. Nein, bin ich dir nicht, antwortete ich ihm, etwas ängstlich und schwitzend durch die plötzliche Wärme, die durch meinen Körper jagte. Manu brauchte noch ein wenig, um sich zu sammeln. Dann hauchte er. Damals in meinem Zimmer und dann auch im Krankenhaus da. Da hatte ich geglaubt, dass du mich küssen wolltest. Ich hatte es sogar gehofft. Es waren die einzigen Momente, in denen die Stimme jemals wieder komplett verschwunden war. Ich denke, dass ich mich in dich verliebt habe. Und es tut mir so leid, Tato. Für einen kurzen Moment zog mein Herz die Notbremse und ich holte durch den abrupten Stopp gut hörbar einen jatzenden Atemzug. Was? Hatte ich ihn richtig verstanden? Hatte er das wirklich gerade gesagt? Er hatte sich in mich verliebt. Das war... Mein erschrockener Laut musste ihm auch noch das letzte bisschen an Selbstvertrauen genommen haben. Knallrot im Gesicht senkte er seinen Kopf und krallte seine Finger an sein Oberteil. Aber das hieß doch, dass es gar nicht so schlimm war, wie ich angenommen hatte. Und dass wir es jetzt nachholen konnten, wenn wir wollten. Ich wollte. Ich hatte so lange darauf gewartet und in Unsicherheit darauf gelungert. Und jetzt endlich hatte ich eine Gelegenheit, die rundum perfekt war. Plötzlich legte ich Manu eine Hand unter sein Kinn. Sanft, wie es die Gentlemans in Filmen meist bei den Damen taten. Dirigierte ihn zurück auf meine Blickhöhe. Damit unsere grünen Augen ineinander verschmelzen konnten und dann tat ich es. Langsam kam ich ihm näher und konnte mit gutem Gewissen unsere Lippen zu einem ersten, richtigen Kuss verbinden. Manu gab einen überraschten hohen Laut von sich, als er realisierte, was sich gerade zwischen uns abspielt. Dieses Mal machte er verschreckt keinen Rückzieher. Ich spürte nur das heftige Beben durch seinen Körper fließen. Dann legte er seine Hände an beide Seiten von meinem Gesicht und erwiderte so stürmisch, dass mir schwindlig würde. Es war ein so intensiver Moment, als stießen zwei Fronten aus Feuer und Eis zusammen, als sprühten elektrische Funken in der kleinen Kabine und setzten uns unter Strom. So etwas hatte ich nicht einmal in meiner peinlichen Fantasie vor etwa einem Monat gespürt. Das hier war tausendmal besser als alle Vorstellungen, die mir je hätten machen können. Und leider auch viel zu schnell wieder vorbei. Manu keuchte heftig, als er mich wieder losließ. Aber in seinen Augen glühte eine neu erweckte, glücklich lodernde Flamme, die unser Kuss entzündet hatte. Fast als wäre sein Lebensfülle wie ein Phönix aus der Asche seines alten Ichs wieder erwacht. Das hier war der wahre Manuel, der glückliche Manuel. Für eine kurze Zeit hatten wir gemeinsam seine Depression besiegt und jetzt wussten wir beide auch, woran wir genau waren. Wir hatten einander und würden uns hoffentlich auch nicht wieder verlieren. Die Riesenradgondel schaukelte leicht und wir bemerkten, dass wir dem Boden plötzlich schon wieder ganz nahe waren und dass wir offenbar aus Adleraugen beobachtet worden waren. Sobald man sie im Gedränge besser erkennen konnte, winkten uns unsere Freunde übertrieben zu und hüpften begeistert umeinander, als wir ihn gemeinsam und genauso fröhlich erwiderten. Michas Streich war noch besser aufgegangen, als er sich vorstellen konnte. Wenn ich seine verletzte Seite heilen konnte und für ihn da war, dann hatte sich alles zum Besten aufgelöst. Happy End. Jedenfalls vorerst.